Nicht aber persönlich. Nicht zu viel, nicht, dass wir jetzt so die Lästerschwestern werden und nur über unwichtige Sachen reden. Nee. Oh. Ja, hoch die Scheiße. Bis zum Anschlag das Mikrofon. Sensibilität hochdrehen, damit die Leute hier wissen, dass ich schlechte Laune habe. Weimer, du bist dran. So, jetzt mache ich aber das nochmal richtig hier, damit die Leute hören. Wir sind übrigens mittendrin. Hallo Tino, bist du schon da? Ja, ich bin hier, hallo. Wir sind auf Brennpunkt Internet. Halt mal den Kolben an deinen sinnlichen Lippen. Ich muss meine Fanpost auspacken. Fanpost, schon wieder vom Jobcenter? Ja, richtig. Ja, geil. Guck mal, ob das hier gerade bei dir läuft. Ja, ich kann dich sogar noch ein bisschen läuft. Lauter machen. Hallo, so ein bisschen hallo. Lauter, du hast ja immer so ein zärteres Stimmchen, ne? Das stimmt. Oh, Leute, ich sage euch, ich komme gerade hierher. Ne? Weißt du, warum ich ein bisschen zu spät bin, Tino? Nee. Weil die Stadt Weimar einfach ein hässliches Drecksnest ist. Hallo, wir sind Brennpunkt Internet, Tino Ranacher, Roman Ostarafo und ihr kennt die ganze Scheiße. Wir fassen die letzte Woche zusammen. Eingehend werden wir natürlich erstmal ein kleines Plädoyer für unsere letzte Woche halten. Dann gehen wir darauf ein, was so im Internet, auf der Welt und überall passiert ist. Aber Tino, willst du noch irgendwas gehetzt. Sagen? Oder? Du bist so gehetzt ja, warum bin ich zu spät? Komm, ich sag's jetzt einfach. Ich hab Nüsse mitgebracht und Ginger-Ale. Nuckel erstmal an deinen Nüssen rum, in der Zeit kann ich erstmal Weimar vernichten, diese dumme Hinterwäldlerstadt. Liebe Leute, das ist jetzt mein Rant-Beitrag. Ein Rant ist ein emotional geladenes Plädoyer gegen eine Sache. Ja, man muss vielleicht nicht alles für bare Münze nehmen, aber im Grunde doch. So, also Weimar Radio Lotte, hört her. Was zur Hölle ist denn nur los? Weißt du, warum ich zu spät bin? So. Nee. Ich, ne, gerade kein Fahrrad, dachte mir, oh, fährst schön mit dem Skateboard, wie das halt so machst, Skaten, coole Sache, ne. Wird nächstes Jahr endlich olympisch, die Leute werden es vielleicht irgendwann mal raffen, dass Skateboardfahren die beste Sportart ist, die man machen kann. Und dachte ich, fährst ein bisschen Skateboard, sparst du Zeit, kommst du noch rechtzeitig, muss Tino nicht traurig sein. Dann gucken alle hier rein, weil so, du schon wieder online oder was? Alle so gebrüllt hast. Ich dachte auch erst. Ja, sie sollen halt wissen, dass ich schlechte Laune habe. Scheißegal, ey, ganzes Studio hier zusammengerammelt. Also, warum kam ich trotzdem zu spät, obwohl ich so flink auf dem Skateboard unterwegs war? Musst du wieder Strafe zahlen? Nein, musste ich diesmal nicht, krass. Tino. Ich musste absteigen von meinem Skateboard, weil der ganze Platz vorm schönen Bauhausmuseum komplett zugestreut ist. Oh. Alles voller Kieselsteine. Und da geht mir jetzt echt mal die Hutschnur hoch. Dieses rückwärtsgewandte Weimar, was das angeht. Och ja, wir müssen hier überall Kopfsteinpflaster haben, damit die Kutsche sich schön anhört, wenn die da drüber klackert. Und dann jedes Mal, ne? Diese scheiß Eisfläche auf dem Theaterplatz, ne? Wenn die dann irgendwann Januar oder Februar, wann sie weggemacht wird, dann heißt es dann wieder, ach, guck mal, die Skater hier immer, wie die Skater die Platten vom Theaterplatz immer weiter auseinanderschieben, während da diese 20.000 Tonnen Eisfläche über den Winter immer draufsteht. Das hat nichts mit den Skatern zu tun. Die Skater sind die Letzten, die diesen Platz vermüllen. Ach, die Skater, wenn die immer sind, ey, die müllen immer alles zu. Das sind einfach nicht genügend Mülleimer, liebe Leute. Stellt da einfach scheiß Mülleimer hin. Seid einfach mal ein bisschen modern. Macht doch mal, asphaltiert die ganze Scheiße weg hier. Man will nicht mehr auf den scheiß Stufen laufen, auf denen Goethe schon gewandelt ist. Die sind alt und dreckig. Macht das mal modern. Und vor allem, wo soll man jetzt noch Skateboard fahren? Wo, Tino? Ich habe mich so gefreut. Ein Weimar Winter. West. Ein, ja, genau. Du sagst es selbst schon. Weimar West. Das kann man nicht ernst nehmen. Ich weiß. So. Oh ja, ja, geht doch nach Nord. Ihr habt doch, die haben euch doch da einen Park gebaut in Nord. Nein. Einfach nein. Ihr habt alle keine Ahnung, diese ganzen Bullshit-Argumente. Erstens, ne? Oh, ihr wollt doch nur gesehen werden, ihr wollt doch nur gesehen werden, deswegen rollt ihr am Theater. Nein. Diese ganzen Leute gehen einen eher auf den Sack. Man möchte nämlich nicht irgendwie Leuten in die Hacke fahren und dann eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung mit Todesdelikt und uch, jetzt ist aus Versehen meine Achse auch noch in das Gesicht gefallen und so. Das möchte man nicht. Man möchte seine Ruhe haben. Wir sind auf dem Theaterplatz gewesen, weil der Theaterplatz ein großer Platz ist mit annehmbarem Boden für Weimar-Verhältnisse und mit dieser kleinen Platte, dass man da auch so ein Menü... Ist scheißegal, ja? So, öffnet euch mal dieser ganze Scheiße. Herr Kleine, was sagen Sie da überhaupt dazu? Scheinbar gar nichts. Der schweigt schon sehr lange. Und dann, das regt mich so auf. Ich weiß, ja, oh, das ist abends glatt da beim Bauhaus. Wenn da Leute hinfallen, und so, sind sie selber schuld. Meine Fresse, Alter. Es ist so dumm, es ist so dumm. Ich habe mich so gefreut, einen Winter mal einen richtig geilen Platz vom Bauhausmuseum. Und dann hieß es ja auch noch seitens der PR, ey, kommt da hin, es ist völlig legal, denn wir bauen hier was auf, ist richtig gut, kommt hier vorbei, gar kein Problem, wir wollen den Platz beleben, wir wollen den Platz beleben. Was haben wir gemacht? Wir haben jeden Tag sind wir da gefahren, ne? Schön den Platz belebt, dann kamen die ganzen Assis dahin, haben alles zugemüllt, haben mit den Skatern nichts zu tun, ja, und jetzt werden die Skater in den Arsch getreten, wird alles wieder hingestreut. Können wir nicht zumindest eine kleine Bahn da machen, die wir dann vielleicht abstecken, wo die Skater weiterhin fahren dürfen? Das wäre super nett, ne?
Tino. So ein Extra-Bereich meinst du für, ja. Für die Skater? Und wenn man da, wenn man um diesen Extra-Bereich nicht einen Bogen drumherum macht, als irgendwie Oma Gerda von Pegida, die zu dumm ist, auf glatte Flächen nicht drauf zu gehen, dann ist man halt einfach selbst schuld. So. Sehe ich auch so. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Du kannst in Weimar nirgends skaten. Überall wirst du angefeindet von den Leuten. Jo, laut und dumm und ihr wollt nur gesehen werden. Deswegen 2020, skaten, olympische Scheiße. Ich weiß, innerhalb der Skate-Szene ist es nicht so beliebt, so dass dieses, ja, dieses Kommerz-Ding da jetzt reinkommt. Aber sind wir mal ehrlich, seit 20 Jahren ist Skateboard-Kommerz. Es ist okay, man kann trotzdem Underground sein. Ist auch völlig scheißegal. Es ist olympisch. Wenn die Leute im Fernsehen so, ja? sehen, ja, 2020 Skateboard fahren olympisch. Ach, machst ja. du mit? Nee. Schade. Ich bin zu gut. So. Und wenn die Leute dann vielleicht sehen, oh, gucke mal, im Fernsehen, der Peter Klöppel berichtet über Skaten. Na, so schlimm kann das ja nicht sein. Vielleicht könnt ihr dann mal eine ordentliche Skatefläche oder vielleicht einfach nicht, ich brauche nicht mal eine ordentliche, eine extra dafür dedizierte Skatefläche. Fick Weimar Nord, das ist eine Bowl-Landschaft. Wenn man Street fahren will, kann man in Weimar Nord gar nichts machen. Das ist eine fucking Bowl-Landschaft. Ich wurde nicht gefragt, ob das dahin soll. Ja? Ich habe gesagt, ich will einen glatten Platz, wo ein Körb steht, ein Manipad und das war's. Mehr brauche ich nicht im Leben. Ja? So. Oh nee, da zimmert also eine schöne Bowl-Construction hin. Da kann man schön hin und her im Kreis rumkaufen. Nein, ich möchte Street fahren. Ich möchte einen schönen glatten Platz wie vom Bauhausmuseum. Aber nein. Köpfsteinpflaster, damit die Kutschen schön sich anhören. Ich kotze. Ich habe eine Idee. Wir werden für die 50. Ausgabe den Herrn Daniel Kratsch einladen. Der ist nämlich Teil des Stadtrats in Weimar. Und er kann sich ja für deine Interessen als Skateboardfahrer einsetzen. Das ist die erste gute Idee, die ich heute höre. Von mir aber ja, nee, nicht von dir. Hier ist eine Redakteurin in der Redaktion, die schaut immer so schockiert, wenn du schreist. Ja, von mir aus. Und jetzt spielst du gerade Candy Crush oder irgendwas. Ja, also ihr seht, wir sind ja alle sehr beschäftigt und hochprofessionell. Das war auf jeden Fall mein Anfangsplädoyer für mich. Was geht bei dir in eigener Mission? Tino, Privatsache, bei dir schön alles? Ja. Alles also, klar, komm mal nicht. Ach nö, also jetzt nicht wirklich. Also viele Sachen passiert natürlich so. Aber mir fallen gerade keine ein. Nö. Naja, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt am Samstag nach Erfurt, da spielen Santiano, da freue ich mich sehr drauf. Oh, Erfurt, weißt du, was Erfurt hat? Einen Skatepark für Streetfahren. Weimar. Dann komm in die Politik, ich habe dich schon seit Jahren versucht reinzukriegen, ja. Mich? Komm doch mal in die Partei oder weiß ich nicht, mach irgendwas politisch und setz dich ein für die Skater in Weimar. Man kann sich auch politisch engagieren, ohne Politiker zu sein. Weißt du, da verkauft man seine Seele und seine ganzen Ideale gehen verloren. Du wirst da abgeschliffen wie ein Nicht-Diamant. Was ist das Gegenteil von einem Diamantenstück? Scheiße. Genau. Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Herr Kleine, der hält sich ganz klein. Es ist doch so, ja. Es tut mir sehr leid für dich. Zum Beispiel, hier, guter Mann, wie heißt er? Richard David Precht. Von dem wird auch immer gesagt, geh doch in die Politik, geh doch in die Politik. Aber da musst du dich halt auf Kompromisse einlassen, ja? Ja. Und mein Intellekt, der lässt keine Kompromisse zu. Nee, er ist ja auch Philosoph, er ist Künstler und er sollte halt von außen diesen Blick haben und die Politik im besten Fall als Künstler beeinflussen. Ja. Und nicht mal in die Politik gehen. Ich hab's gemacht damals, weil ich versucht habe, so diese Grenzen zu überwinden. Guck an, was aus dir geworden ist. Gar nichts quasi. Ich sitze jetzt hier bei Radio Lotte und habe einen Podcast. Nee, aber ich dachte auch, ich kann irgendwie diese Grenzen aufsprengen, so ein bisschen so zwischen Kunst und Politik und weil du auch nur ernst genommen wirst, wenn du Teil der Politik bist, wenn du Werbeplakate hängen darfst, wenn du Werbespots drehen darfst und an Podiumsdiskussionen teilnimmst, weil sonst wirst du ja nicht ernst genommen. What auch ever. Es war die Woche, finde ich, jetzt nicht so viel, was jetzt so ganz wichtig war. Vielleicht wir haben uns über Trump unterhalten gestern, als wir gedreht haben. Das war noch ganz spannend. Ja, da kommen wir zu. Also ich würde das dann dezidiert, wir wollten ja immer so Jingles und so machen. Dann machen wir dann unseren amerikanische Politik. So, kommt dann später, weißt du. Daily Trump. Aber du kannst nicht sagen, dass diese Woche nichts passiert ist, denn also eigentlich theoretisch ist es letzte Woche gewesen, aber wir müssen es diese Woche besprechen. Nämlich kurz nachdem wir aufgenommen haben, am Black Friday sind zwei Attentate passiert. Einmal in London, einmal in Den Haag. Und das sollten wir zumindest nochmal erwähnen, ja, damit die Leute denken, wir wären empathisch und hätten Mitleid mit Leuten, die umgebracht werden. Aber die waren nur ganz, ganz kurz in der Aufmerksamkeit, ne, diese Attentate. Ja, ne? Weil nicht genug Deutsche gestorben. Ja, war kein Christchurch. Mist. Wenn es keine Muslime in dem westlichen Land sind oder Deutsche, dann ist es hier nicht so relevant. Aber es war ein, also in London zumindest war es einer, der auch wegen terroristischen Akten schon 6 Jahre im Gefängnis saß tatsächlich und dann wieder frei war. Und
Das will ich eigentlich nur erwähnen, weil ich es so geil finde, die Story. Also nicht, kam jetzt falsch rüber. Aufgrund der falschen Resozialisierung, dass er nicht. Ja, nein, ich fand die Story nicht geil, weil zwei Leute abgestochen wurden bei dieser Sache auf der London Bridge, sondern wie das aufgelöst wurde, nämlich durch sehr hohe Zivilcourage. Da haben mehrere Leute ihn eingezingelt, das sagt man oder gar nicht. Vergewaltigt. Vergewaltigt, umzingelt. Ja. Umzingelt. Eingezingelt. Aber was ist ein Zingel? Auch ein neues Wort. Was egal. Ist ein Zingel? Gute Frage. Ja. Jetzt Zingels in deiner Umgebung. Umzingelt. Das heißt, dass du ja. Das heißt, die Außenstehenden sind die Zingler quasi. Die zingeln ja. Den einen. Zingelingeling. Ja, auf jeden Fall haben die ihn eingezingelt mit einem Feuerlöscher und mit dem Horn oder dem Stoßzahn, sagt man, glaube ich, von einem Narwal. Kennst du ja, das diese ja Dinger mit diesen anderthalb Meter langen Lanzen da vorne dran. Ja. Der hat es irgendwie von so einer, da war irgendwie so ein Hafen oder so ein Fischergebäude oder so. Und da hing das wohl so als Zierde irgendwo und hat er abgemacht und hat es so als Lanze verwendet. Ja. Das wäre voll die Quizfrage. So, wie hat man den Attentäter in London dann aufgehalten? Ja. Messer und Feuerwaffe, das und das oder ein Blauwalhorn und ein Feuerlöscher. Ja. Ultra geil, wie ich finde. Erstens natürlich, das ist so Zivilcourage, ne? Dass die Leute nicht sagen, oh, ich habe Angst, sondern einer hat zum Beispiel das Messer auch schnell weggenommen, als es irgendwie zum Boden gefallen ist. Ja, Messer ist ja auch entspannt, aber wenn jemand schießen kann. Das fand ich auch sehr interessant. Da gab es halt ein Video von dieser Auseinandersetzung, wie die den so aufhalten, bis die Polizei kommt. Hm. Und der Typ, der halt das Messer hat, der hält es halt in der Hand. Und du merkst so richtig, man kann ein Messer nicht in der Hand halten, ohne dass es bedrohlich wirkt. So, er hält es halt so mit zwei Fingern und rennt von dem Typen weg, ja. Auf die Kamera quasi zu. Und du merkst so richtig in seinem Gesicht, dass er gerade merkt, okay, ich habe halt trotzdem nicht, dass die Leute denken, ich bin derjenige so. Ach du kannst so. Dieses Messer halt nicht halten, dass es unschuldig aussieht. Das fand ich ja, richtig witzig. Ja, ich verstehe. Ja, ich dachte, dass der Attentäter das irgendwie so komisch gehalten. Nee, der andere, der das ihm weggenommen hat quasi. Ja, also großartige Sache, dass die Leute sich da so einsetzen. So muss es gehen. Das habe ich auch vor Monaten hier schon gesagt, dass die Leute, die müssen in den Angriff gehen bei sowas. Innen. Also das war die Leute innen, ja. Das war auch meine Angst, wenn ich mal in die Gelegenheit kommen sollte, einem Attentäter eine Waffe zu entnehmen, also mal ganz groß gesponnen. Ja. Und ich habe dann die Waffe in der Hand, dann kommt die Polizei um die Ecke und knallt mich ab. Auch ja, dumm, oder? Das ist doch dieser extremistische Tino. Ja. Passt ja zu ihm. Ja. Der wollte, was hast du vorhin gesagt, irgendwie, du wolltest irgendwas sprengen in der Politik oder so, genau, hast du vorhin gesagt. Grenzen sprengen. Ja. Bombe, Attentat. Ja, das auf jeden Fall nochmal erwähnt. In Den Haag war auch jemand unterwegs mit Messern. Also es war so, der Black Friday war so der aber Messer was war das für einer? Was waren das für Leute? Waren das muslimische? Waren das also der in London auf jeden Fall. Der in Den Haag war, glaube ich, einfach nur irgendwie ein Idiot. Der hat drei Jugendliche angemessert. Aber da ist keiner gestorben. Da ist berichtet keiner drüber. Nein, interessiert ist egal dann. Kein Deutscher dabei. Geht. Nächstes Thema. Ja, also die Woche war natürlich ein bisschen ruhiger, aber es ging schon einiges. Wir haben vor allem, ich habe nicht mal Aloha, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, bla bla. Ne? Triggerwarnung und so. Triggerwarnung. Ups, huch. Gestern Abend war ich sehr schockiert. Was? Ich war mal in den YouTube-Trends, mache ich nicht so oft, aber ich habe mal geschaut. Mit welchem Video von dir? Von mir, ich war in allen zu finden, in allen 10 Trends, okay. Und aber nur in einem nicht, und zwar in der Nummer 1 von gestern. Miguel Pablo, kennst du? Ja. Der hat doch jetzt so komische Locken irgendwie und Tattoos im Gesicht. Ja, der hatte so einen Meltdown irgendwie vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht, wer das so genau ist. Ich kenne seinen Namen, aber ich weiß nicht, was der macht. Ob der Pranks macht oder ob der Drogen nimmt. Ja, beides. Beides wahrscheinlich. So ein bisschen. Jedenfalls war das Video mein Coming Out oder mein Outing. Ja. Und auf dem Bild küsst er einen Typen. Und dann und ist da was dachte, ganz anderes. Ich dachte, großes Clickbait, ganz, ganz gefährlich. Ich gehe drauf und er zieht es durch in dem Video, also er outet sich wirklich als schwul. Ja. Und dann kommt so ein Typ ins Bild, der ihn dann so ganz so, irgendwie so halb peinlich und halb ernst gemeint so umarmt irgendwie. Ja. Dann küssen sie sich auch zwischendurch, aber so ganz nicht geheuer ist es beiden nicht so richtig. Okay. Nicht ganz geheuer, meine ich. Und dann reden sie davon, dass sie sich halt kennengelernt haben und hatten nur Augen füreinander und haben sich geküsst und sind jetzt zusammen. Wir haben es auch bis zum Ende durchgehalten und meinten, das ist ein Zeichen gegen Diskriminierung, egal wer du bist und so, alle sind gleich. Es gab keine Auflösung, aber der Miguel Pablo hat so schlecht geschauspielert, der andere Gegner hat sich zurückgehalten, der war ein bisschen cooler. Aber Pablo, der hat das schon sehr künstlich aufgezogen, dass er jetzt schwul ist und keine Augen mehr für Mädchen hat, dass das immer weniger war.
und so. Und es ist ja nicht klassisch schwul. Eigentlich ist es nicht, dass du denkst, ich habe immer weniger Interesse an Frauen, sondern du sagst, ab jetzt weiß ich es irgendwie, mir war es nie so richtig klar. Aber das Interesse schwindet Der eigentlich nicht. klassische Schwule. Naja, also ich kenne es ja so auch von anderen, die sich geoutet haben. Da war es nie, dass die meinten, dass sie erst voll auf Frauen standen und dass es immer weniger wurde. Sie haben es irgendwann gerafft, dass sie nie, noch nie auf Frauen gestanden haben. Aber so dieses Schleichende, es ist eigentlich selten ein Prozess. Und ich glaube es Willst ihm du ihm das nicht. jetzt absprechen, Ich Tino? glaube es ihm nicht. Du glaubst es ihm Ich glaube es nicht. ihm nicht. Aber dann diskriminierst du gerade Homosexuelle. Kann sein. Nee, nur ihn diskriminiere ich. Also Ach so. ich weiß nicht, das wirkte alles sehr künstlich, sehr unauthentisch. Er war auch sehr rot im Gesicht, hat immer so weggeschaut, wenn er gesprochen hat, irgendwie an der Kamera vorbei. Er wurde Und genötigt hinter der Kamera. wer weiß, und dieser Kuss war auch so nicht romantisch. Und es war eher so, auch als sie es so dann in den Arm hatten, so, es war eher so, ja, wir müssen jetzt zeigen, dass wir jetzt irgendwie zusammen sind. Okay, du hast nicht gehuckt. Ich schau mal rein. Den Klick hat er sich verdient durch Tinos Werbung. Also an sich wirkt er jetzt nicht so extrem hetero, der Pablo, Ja. aber ich habe es ihm in dem Video nicht abgenommen. Ich wünsche ihm alles Gute, egal auf was er steht, außer auf Kinder. Aber wenn er jetzt irgendwie auf alles irgendwie steht und das ausleben will, alles nice, er kann auch auf dem Toaster stehen, alles schön, aber ich glaube es ihm irgendwie nicht, dass er jetzt schwul ist. Ich bin gespannt, was rauskommt, ob noch irgendwie Video kommt, Tano verarscht, oder ja, also selbst wenn er jetzt nicht wirklich schwul ist, habe ich mir überlegt, was ist denn jetzt seine Message? Und vielleicht will er einfach nur ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und zeigen, nee, ich bin nicht wirklich Also, schwul. ich wette, da gibt es eine ganz große Gruppe an Leuten, die sagen würden, das alleine ist diskriminierend, dafür so zu tun, als wäre man schwul. Das ist ja wie Blackface, das ist Eigentlich Gayfacing. Das schon, ist ja ja. Ey, du hast voll recht. Gayfacing. Eigentlich ist es Gay-Facing. Mir ist scheißegal, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass es garantiert Leute gibt, die so argumentieren. Auch in den Kommentaren war nichts Aufschlussreiches. Nur irgendwie auch Glückwunsch und diese. Ja, Glückwunsch zum Ja, Schwulsein. zum Coming-out halt. Ja, ich weiß schon. Und diese. Ich hoffe, dass keine schwulenfeindlichen Kommentare kommen und so. Aber es war jetzt Ich nicht. hoffe, es kommen keine schwulenfeindlichen Kommentare, du Schwuchtel. Aber es kam jetzt irgendwie Das keine ist Sachen, ein Witz gewesen, die Triggerwarnung. aufschlussreich waren. Es war jetzt nicht von wegen, ha, fast war ich auch reingefallen oder keine Ahnung, es war ein bisschen komisch. Also wenn ihr mehr wisst, schreibt uns einen Kommentar, ob ihr es ihm abnimmt, ob es mir abnimmt, dass ich bisexuell bin, pansexuell, keine Ahnung. Wir haben auch, wo du gerade sagst, Kommentar schreiben. Wir haben unterm letzten Brennpunkt einen schönen Kommentar bekommen von einer Person, die gerade in China wohnt. Aha. Relativ ausführlich und hat auch gleich noch einen Link geschickt und Aber so. die wohnt nur gerade in China. Ja, für ein Seminar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und meinte, dass in China auf jeden Fall der Bedarf an Fleisch ziemlich groß ist, was wir ja Aha. vermutet hatten. Also selbst wenn in Deutschland jetzt Leute vegan werden immer mehr, das bringt halt nicht so viel. Ich kann sie auch vielleicht nochmal vorlesen, weil so lang war er nicht. Oh, das Argument hasse ich immer. Was? Naja, es Nein, nützt nichts, wenn das hat wir er erstens anfangen. nicht gesagt, das habe ich Ach gesagt. so. Ich habe nur gesagt, das bringt nichts für Massentierhaltung in Deutschland, wenn alle Deutschen plötzlich vegan wären. Die Massentierhaltung würde noch weitergehen, weil der Bedarf in China ist ja eh 20-mal so groß. Ja, aber dennoch bist du ja ein gutes Beispiel. Das, Kannst ja auch nicht ja, sagen, wenn es jetzt in allen Ländern der Welt, wenn es kein KZ natürlich. gäbe, kannst du auch nicht sagen, wir machen uns auch nicht Aber zu. ich sage nur, es wäre wesentlich effektiver, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Kulturfleisch pushen würde, statt Massentierhaltung. Das würde mehr bringen, als wenn alle Deutschen vegan werden, was Massentierhaltung angeht, nicht Fleischkonsum per se. Weißt du, was ich Warum? meine? Weil dieses Fleisch nicht in Massentierhaltung hergestellt wird. Und die Massentierhaltung ist wiederum auch ein großer Faktor für den Aber Klimawandel. wenn du ganz, wenn ganz Deutschland ganz vegan wäre, gäbe es auch keine Massentierhaltung Doch, mehr. weil wir einfach exportieren. Natürlich, weißt du, was in Deutschland das für eine Das große machen wir vielleicht Industrie ist? trotzdem, auch Naja. wenn wir Deutschen dieses Kunstfleisch haben, werden wir Ja, vielleicht aber trotzdem dieses Kunstfleisch exportieren. ist nicht so schlecht fürs Klima. Und man braucht irgendwie aktuell, was weiß ich, 1 Milliarde Schweine oder so, die werden dann durch 40.000 Schweine Warum ersetzt. nicht beides? Alle werden vegan, aber wir exportieren noch Das kann Kunstfleisch? natürlich beides, aber dieses Kulturfleisch ist halt in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Und ich tue gerade meinen Beitrag, das mehr zu fördern. Wenn Von ihr mir Fleisch aus. essen wollt, dann macht doch einfach das. Weil es macht auch einfach keinen Sinn, dass du ein Schwein daran züchtest, nur um dann irgendwie 10 oder 20% von diesem Fleisch, oder okay, sagen wir mal großzügig, sagen wir 70% von diesem ganzen Schwein zu verwerten. Das macht keinen Sinn. Dann züchtest du lieber genau das, was du auch eins zu eins so verwertest. So. Und weißt du, was ein Das Bauer verstehe nämlich ich. an seinem Schwein verdient? Sehr wenig. Ich weiß. Vielleicht 6 Euro oder sowas waren es, glaube ich. Ne, wenn Das ist überhaupt. echt hart. Also Wenn er Glück an hat, so ja. Schweinen ist es echt nicht viel. Überleg dir das mal. Was ist sein Leben wert? Der Kapitalismus sagt es uns. Gar nichts quasi. Auch der Mensch So, nicht. ich lese trotzdem mal kurz vor, weil, wie gesagt, ist nicht lang. Gerne. Hallihallo, schöne Grüße aus China. Zurzeit, das ist ein Oxymoron. Zurzeit bin ich dort für ein Semester in Yangshu.
250 Kilometer von Shanghai entfernt. Ich muss sagen, die essen hier extrem viel Fleisch. Also es gibt hier eigentlich immer Reis, Nudeln mit entweder Rind, Schwein, Hühnchen oder Fisch. Natürlich ist China groß. China ist groß, wie ich selber. Und hier kommt es schon auf ein paar Kilometer an. Dann ändert sich alles wieder von Sprache, Schrift oder Essgewohnheiten. Auch hier etwas über Koalas. Ja, dann sagt er halt, Koalas sind böse Tiere. Das ist von mir aus, also ja. Böse aber trotzdem, Tiere? Ja. Also es ist halt so ein Thread, warum Koalas nicht so geil sind. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, um zu sagen, okay, Koala-Genozid, here we go. Ja, auch Katzen sollen ja jetzt auch verantwortlich sein für viel Tieraussterben. Deswegen jetzt man überlegt, eine Katzenleinenpflicht einzuführen. Ja, Katzen sind ja eh ganz schön scheiße. Weißt du warum? Weil es in Weimar. Weil du allergisch bist. Weimar ist eine der größten Katzenstädte, ne? Und deswegen ist Weimar so scheiße, was Skaten angeht. Aha. Also die Katzen sind daran schuld, dass du nicht skaten darfst. Ja, genau. Okay. Wenn du ein bisschen schmunzeln willst, danach findest du sicher Koalas nicht mehr süß. So. Ich kann den Link auch mal öffnen, aber es ging nur darum, dass ich auch mal das würdigen will, wenn die Leute hier ausführliche oder interessante Kommentare schreiben. So. Ja, finde ich auch toll. Danke für diesen Kommentar aus China. Liebe Grüße nach China. Also hier steht dann zum Beispiel, Koalas are horrible animals. Sie haben das kleinste Gehirn im Vergleich zum Körper von anderen Säugetieren, bla bla bla. Na und? Ja, ist ja, es ist glaube ich nicht Tiere, so ganz ernst gemeint. Es gibt Tiere, die gar kein Gehirn haben. Ja, ausrotten. Mhm. So. Aber Pandas sind süß. Gut, das war auf jeden Fall das. Wo wir gerade noch eben bei deinem YouTube-Scheiß waren, würde ich noch ein, zwei YouTube-Themen ansprechen. Ja, und, vor allem mein YouTube-Scheiß. Naja, du hast ja Miguel Pablo, hast du ja. Ja, ich wollte mal mithalten. Du warst mal in Trends, ja. Ja, also nicht ich, aber... Ja, so. Nicht aber nicht zu viel, nicht, dass wir jetzt zu den Lästerschwestern werden und nur über unwichtige Sachen reden. Nee. Oh, oh. David, hast du das gehört? Nee, also ich bin wer ja auch, ist dein Freund jetzt? Ich bin ja auch YouTuber, also für mich ist das ja auch relevant, wenn zum Beispiel ein YouTube Rewind 2019 rauskommt. Und das ist passiert vor sehr wieder kurzer Zeit. Wieder ohne uns, ne? Wieder ohne uns, verstehe ich nicht. Aber, also letztes Jahr ist ja das meist dislikte Video auf YouTube, glaube ich, geworden. Das YouTube Rewind 2018. Und dieses Jahr ging es halt so, okay, ihr habt letztes Jahr gesagt, was euch nicht gefallen hat, dann zeigen wir euch dieses Jahr, was euch gefallen hat. Und im Endeffekt haben die nicht so ein Video gemacht, wie sie jetzt seit 10 Jahren machen, sondern wo alle mal mitmachen dürfen, sondern einfach nur so eine Top-Liste von allen. Das ist auch das Absurdeste. Es geht, also es wird angepriesen an, wir zeigen euch, was ihr am meisten geliked habt. Und dann wird aber nur die ganze Scheiße gelistet nach Views. Und das steht ja überhaupt kein Verhältnis. Nee. Ja. Also Gangnam Style war jetzt auch nicht von allen geliebt und hatte übelst viele Aufrufe. Und richtig scheiße. Auch wieder über, ich glaube, 2/3 Dislikes sind es ungefähr. Und es ist halt total herzlos. Und der beste Kommentar war so, YouTube ist so dieser heranalternde Mensch, der irgendwie noch mit der Jugend cool und hip sein will und es immer nicht hinkriegt. Ja, ist echt so. Also es ist wirklich einfach nur so die beliebtesten oder die meistgeklickten Videos, die meistgeklickten Beauty-YouTuber, Let's Player, bla bla bla, dann so ein paar Meilensteine. Kurz gesagt, der erste deutsche Kanal mit 10 Millionen Abonnenten. Was hätten sie tun können? Hätten sie... Ja, es ist eine Lose-Lose-Situation gewesen, glaube ich. Naja, sie hätten ja zum Beispiel sagen können, sie nehmen die Kanäle mit den meisten Abonnenten und nehmen dann von denen das am meist geklicktesten Video des Jahres vielleicht. Oder sie nehmen alle Videos, die es gab in diesem Jahr und gucken nach den Like- und Dislike-Zahlen. Ja, also ich glaube, sie hätten es schon noch schaffen können, wenn sie wirklich ein YouTube Rewind wie gewohnt machen, aber halt nicht diese ganzen super politisch korrekten Leute da hinnehmen, sondern wirklich die Leute, die halt einfach cool sind, die halt irgendwie von allen cool gefunden werden, auch wenn sie nicht unbedingt Mainstream sind. Solche Leute wie Ethan Klein, H3. Da heißt ja auch schon Klein. Ja, genau. Kennst du ja auch, oder? Nein. Nein? H3 Productions? H3? Gar nicht. Ich dachte, jetzt mal was drüber gesagt. Oder PewDiePie wieder reinholen, ja? PewDiePie, ja. Der alte Antisemit. Ist er nicht, ich weiß. Es ist eigentlich ja, nicht. Er distanziert sich nicht genug von deutschen Gruppen, das kann man schon kritisieren, aber also... Ach komm, der macht doch nicht ernsthaft judenfeindliche Inhalte. Ich meine, also das ist ein Punkt, das ist der einzige Punkt, wo ich mitgehe, dass er halt nicht wirklich deutlich sagt, hey Leute, ihr mit euren Pissformen da, diese wirklich extremistischen Formen, die dann ihn manchmal als Helden feiern... Da distanziert er sich vielleicht nicht gut genug davon. Das kann man schon sagen, aber darüber hinaus, meine Fresse. Also, ich finde es auf jeden Fall wesentlich geiler, was er heutzutage macht, als seine Scheiße von damals, womit er wirklich groß geworden ist. Jetzt hat er halt seinen Humor erwachsener gemacht, sag ich mal.
oder nicht unbedingt Erwachsene. Na doch schon, so wie wir halt, ne? Ja. So. Und das stößt halt mal an, aber das ist einfach witzig. Muss legitim sein. Der wird jetzt völlig ausgeklammert, ja, aus allem. Der wird ausgeklammert, das finden die irgendwie nicht so geil. So sad. Er wurde übrigens auch ausgeraubt. Ich habe es mir nicht näher angeguckt, aber bei ihm zu Hause wurde eingebrochen. Schon alleine das wäre ein Grund gewesen, ihn damit reinzuholen. Ja, der arme Kerl. Ja, jetzt aber ich dachte, so reiche Menschen wie er können sich so voll die Villen leisten. So Maschinengewehre. Sicherheit, genau, so mit Schießbefehl, Mauern. Ja. So DDR-Style irgendwie. Stimmt, da wolltest du mal drüber reden. Über DDR? Über so einen Mann noch von der, so einen Mauerschütze. Habe ich es nicht mal gemacht sogar, dass wir nee, du hast angekündigt. Haben. Wir müssen auch noch unseren Hörerwunsch machen. Ich hoffe, die beiden Leute verzweifeln nicht. Ja, stimmt. Wir hatten jetzt eine stressige Woche. Ja, ja. Aber kriegen wir hin. Nächste Woche kriegen wir es hin? Ja, muss man gleich mal gucken am Plan. Gleich. Muss ich gucken, weil wir gucken. Nicht. Leute. Ich habe noch einen Dreh nächste Woche. Doppelfolge Hörerwunsch. Zwei Stunden über Geld und Eigentum sprechen. Das ist Spaß. Das wird quasi ein XXL, oder? Wir machen ja zwei Stunden quasi. Ja. Das war lustig. Genau, also das war das YouTube Rewind. Ganz toll, nicht. Es gab noch einen großen YouTube-Skandal. Du kennst doch KIZ natürlich. Ja. Kannibalen in Zivil. KIZ Buchenwald heißen die, richtig? Die heißen genau so, ja. Richtig. Und der Tarek macht derzeit Solo-Musik. Das ist der... Er sagt von sich selbst, der Kanacke aus der Band, sagte selber, ich zitiere nur, macht jetzt Solo-Musik und hat ein Video veröffentlicht. Es heißt Nach wie vor, glaube ich, ja doch. Und in diesem Video wird er abgeführt und er wird halt bepöbelt von ganz vielen weißen Menschen mit so, du scheiß Kanacke und so, Ausländer raus. Wird in ein Büro gebracht, wo drei Menschen sitzen und viele Sicherheitsleute. Und diese drei Menschen sehen wie folgt aus. Der eine ist ein alter Mann mit einer Dackelkrawatte. Mhm. Die zweite Person ist eine blonde Frau mit einer Brille und einem Topf und einem AfD. Anzug. Und der Spoiler, sorry. Der letzte hat so ganz große Ohren und sieht aus wie so ein Affe. So auch so ein Mann Mitte, Ende 40, Anfang 50. So. Und er wird vorgeführt in Handschellen quasi. Und dann kommt eine Person und öffnet einen Schrank mit Waffen, mit Wurfsternen und Schwertern und so. Und es wird gezeigt, wie er hingerichtet werden soll vor diesen drei Leuten, die wer auch immer sein können. Warum hast du so ein Grinsen auf dem Gesicht gerade? Weil es ein sehr schönes Video ist. Ach so. Und er befreit sich aber irgendwie aus den Handschellen, killt erstmal alle Sicherheitsleute. Unrealistisch. Naja, ist halt ein bisschen, er ist auch absichtlich ein bisschen übertrieben gemacht, so Kung-Fu-Style und so. Und dann am Ende... So ein typischer Kanacke halt. Quasi. Dann köpft er die erste Person, dann schneidet er die Gedärme auf von der Frau und am Ende wirft er noch einen Wurfstern an den Kopf von der dritten Person. Ich hätte jetzt fast einen Namen gesagt. Und jetzt gibt es halt einen riesigen Shitstorm. Oh, Gewalt kann man doch nicht machen. Und Gewalt gegen die AfD. Und ich dachte mir, hä? Es sind doch einfach nur drei Leute in dem Video. Naja. Also im Kontext, ja. Selbst wenn er jetzt persönlich die drei angeblichen Leute, die ich mir kurz aufschreiben musste, weil die kennt man ja auch nicht, Weide, Gauland und ein Herr Höcke, die das darstellen sollen, die kennen keine Sau. Selbst wenn die das jetzt gewesen wären, ja, in dem Kontext des Videos ist es ja so, dass Tarek hingerichtet werden soll und er sich ja nur wehrt dagegen. Das ist der Kontext des Videos. Das ist Selbstverteidigung. Aber er wehrt sich dagegen den Rechtsstaat. Gegen den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat hat wahrscheinlich beschlossen, dass er hingerichtet werden muss. Und er widersetzt sich dem Gesetz. Hallo, bitte. Naja, aber in dem Video ist ja offensichtlich der Rechtsstaat ein rechter Staat, ein faschistischer Staat, wo Menschen wie er hingerichtet werden. Er wehrt sich dagegen. Und dann wird auch dann Unrecht zu Recht quasi. Wie siehst du das Ganze denn? Findest du auch, dass es zu weit geht oder ist es von der Kunstfreiheit gedeckt? Also erstmal auf jeden Fall Kunstfreiheit, aber... Danke, nächstes Thema. Aber also super gut finde ich es jetzt auch nicht unbedingt, weil das schürt nur das, was... Weil genau das, ich habe mich in der letzten Woche, und wir kommen dann gleich zum Amerika-Segment, ich habe mich letzte Woche wirklich ausführlich nochmal intensiv mit den ganzen Hintergründen, mit Wahlen, wie das alles funktioniert in Amerika, habe ich mich mal auseinandergesetzt. Und wir reden von Deutschland. Ja, ja, aber in Amerika ist halt genau diese Spaltung da. Die ist da halt nochmal deutlicher bzw. leichter nachzuvollziehen, weil es da halt wirklich diese zwei großen Parteien, Demokraten und Republikaner, gibt. Aber in Deutschland ist es halt sehr ähnlich. Und sowas fördert das halt nur. Ich sage nicht, dass er das nicht machen soll, aber ich weiß, dass sowas das genau fördert, weil dann sagen die Rechten wieder, guck mal hier, dann sagen die Linken wieder, guck mal die Rechten und so. Und das führt nicht dazu, dass man vielleicht sich auf das besinnt, was man vielleicht als gemeinsames Ziel haben könnte,
Man kann ja dann trotzdem sagen, ey, Ausländer zusammenschlagen ist nicht so geil. Aber vielleicht trotzdem irgendwie schauen, wie man ein bisschen, also man hat, ja okay, man hat schon Teile und Herrsche gibt es natürlich auch. Also ein Diktator kommt dann leichter an die Macht, wenn das Volk gespalten ist. Mhm. Aber davon hat auch keiner was. Bis auf der Diktator und sein Gefolge. Mhm. Aber finde ich jetzt nicht so grundsätzlich gut, eine Gesellschaft zu spalten in links und rechts oder in oben und unten. So. Aber spaltet das Video denn wirklich? Findest du, dass es spaltet? Es ist doch lange gespalten. Ich bin der Meinung, dass es gleichzeitig Symptom und Ursache ist. Mhm. Also nicht Ursache, aber dass sowas dazu beiträgt, dass das halt schlimmer wird. Weil dann kommt wieder ein Tim K. und sagt, ach guck mal hier, der Kanacke von KIZ metzelt hier die AfD-Leute ab, greift zu den Mistgabeln. So. Das ist der Unterschied, weißt du? Die Neonazis, die erschießen CDU-Politiker, ja, und die Linken oder Linksgerichteten wie KIZ machen Filme, in denen sie sich mit Gewalt gegen diese Gewalt wehren. Wie gesagt, ich habe nichts gegen das Video. Ich sage auf jeden Fall, es ist von der Kunstfreiheit gedeckt, weil alles muss Kunst sein, alles muss Humor sein oder nichts. Es gibt keinen dazwischen, nach meiner Meinung. Aber trotzdem kann ich es ja nicht unbedingt super finden. So. Ist deine Meinung. Ich sage auch nicht, dass es besser wäre, wenn es das nicht gäbe. Das sage ich auch nicht, aber ich weiß halt, oh, guck mal, die Jacke hat Kalle zurzeit auch an. Die haben sie alle an. Irgendwie komisch, ne? Die kommt jetzt alles wieder. Das ist so ein Spruch, ey. War ich neulich auf einer Familienfeier und das war genau der Satz, der mich getriggert hat, zu sagen, Leute, die solche Sprüche sagen, die fangen gerade an, uncool zu werden. Mhm. Wenn so eine Mutti zu einer anderen Mutti sagt, oh ja, guck mal, die haben hier auch bei dem Buffet, haben die auch diese Schüsseln. Ja, das kommt jetzt gerade alles wieder. Wenn du solche Sprüche sagst, dann wirst du alt und uncool. Da geht was rum. Dann machst du YouTube Rewind 2019. Hey, fellow Kids. Ja, also von mir aus kann er gerne machen. Ich bin dann wahrscheinlich auch eher auf der Seite von KIZ Buchenwald als AfD. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, nach Wir sind mehr gab es da noch so ein anderes. Wir sind noch mehr. Nee, da gab es noch ein anderes, wo die Message irgendwie war, alle zusammen oder irgendwie, weißt du? Das fände ich halt geiler. Lass doch mal. Aber wie willst du das machen? Das kriegst du doch nicht hin. Nochmal. Wie oft haben wir das denn durch? Ja, Rücki, haltet die Ohren zu. Wie oft haben wir durch, dass nicht alle AfD-Wähler Nazis sind, sondern dass da Oma Gerda aus Pegida auch dabei ist? Und die könntest du vielleicht abholen, wenn du sagst, hey, wir versuchen jetzt mal, euch mit ins Boot zu holen, statt zu sagen, ihr seid der Feind. Und dann kriegst du es vielleicht wieder hin, dass man nicht so gespalten wird, sondern irgendwie, zum Beispiel der Klimawandel könnte ein Anlass sein, zu sagen, hey, wir ziehen mal alle schön an einem Strang, statt jetzt zu gucken, ah ja, aber sollen jetzt hier 5 Ausländer rein oder soll man irgendwie bei 3 schon Schluss setzen? Mhm. So, vielleicht sollte man sagen, okay, lass mal das Ausländerding vielleicht mal vor. Ich nehme deine Probleme ernst, aber guck mal, Oma Gerda, ja, wenn wir nichts gegen den Klimawandel machen, dann kommen noch 6.000 Ausländer. Ich muss jetzt eine kleine Zeit, weil ich mit den 6 und 3 angefangen habe, es sind wesentlich mehr als 6.000, aber dann kommen die ganzen Klimaflüchtlinge und das willst du doch nicht, Oma Gerda. Machen wir ganz schnell mal was gegen den Klimawandel. Wenn du sie so abholst, da wo sie ist, ist das vernünftiger, als zu sagen, Oma Gerda, du dummes Schwein, Ausländer sind geil, wir holen die alle zu uns. So kriegst du die nicht. Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Und auch nicht mit Gewalt in die Schnauze. Nein, aber das Video zeigt ja aber auch die andere Seite. Das zeigt ja auch, im Fall, wenn sie wieder anfangen, uns zu ermorden, uns Ausländer, uns politische Gegner, dann wehren wir uns eben auch. Denn wir sind nicht so dumm und so schwach, wie ihr denkt. Ja, da geht ein Alarm draußen an gleich. Ja. Von mir aus. Also, da gehe ich ja auch mit. Ich gehe auch mit, wenn die Polizei korrupt ist, in Hongkong zum Beispiel, dass man sich da ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich auch gewalttätig wehren muss, auch wenn es das öffentliche Bild nicht unbedingt positiv stimmt. Mhm. Weil es wäre halt geiler, den Gandhi zu machen, sich alle setzen dahin und sagen, hier, die Backe, komm. Das wäre halt öffentlich das beste Bild, aber dann verrecken halt ganz viele und da hat man jetzt vielleicht nicht so Bock drauf give zu verrecken. Give me freedom or give me death. Genau das. Die Diskussion geht schon wieder so lange. Also wir sind uns da nicht ganz einig, das ist aber auch okay. Das macht ja auch nichts. Aber ich widerspreche dir ja nicht, dass man sich auch mit Gewalt widersetzen kann, in diesem Szenario. Aber in diesem Szenario befinden wir uns aktuell nicht, was da in diesem Video gezeigt wird. Ja, aber das höre ich auch sehr oft. Und ich habe heute Morgen erst wieder ein Interview gehört von, war das Stern TV oder Spiegel TV, wo ein KZ-Überlebender gesprochen hat und meinte,
das kann ich nicht mehr hören, wir sind noch nicht so weit. Er sagte, es hat früher auch so angefangen mit Einzeltätern, die bei eben Juden abgeschlachtet haben. Wer kann ja jetzt was dagegen machen, ohne die gleich mit einem Ninja-Stern hinzurichten, das meine ich. Das ist halt die Frage. Für dich ist das die Frage, okay. Aber auch für ihn war das die Frage. Also ich glaube nicht, dass es jetzt gerechtfertigt wäre, jetzt nur mal angenommen, eine Alice Weidel zum Beispiel oder ein Höcke, einen Ninja-Stern ins Gesicht das zu werfen. Das will ich ja auch nicht. Ich möchte es mit einem Schwert machen. Aus Plastik vielleicht auf dem Kopf, also, okay. Dass es ein bisschen wehtut und zwickt. Aber auch er hat es so vermittelt oder dir auch die Frage gestellt, ab wann erstickst du die Gefahr denn im Keim? Denn du kannst nicht wieder abwarten, bis die Konservativen weggucken und die Rechten dann die Macht geben, weil sie auch sagen, oh, alle dürfen ihre Meinung sagen, alle haben eine Chance verdient. Ja, und das guckt man ja vorher nicht an. Jetzt da bin ich ja auch noch Verfechter. Also Beleidigung und so ist bei mir nicht abgedeckt von Meinungsfreiheit, aber zu sagen, wir wollen nicht so viele Flüchtlinge hier, muss halt abgedeckt sein von der Meinungsfreiheit. Dazu haben die ja recht. Das muss mir nicht gefallen, aber also das ist ein Punkt, wo ich sage, das muss halt die Demokratie irgendwie abkönnen. Wenn es natürlich weitergeht und sagt, hier Ausländer, die stinken alle, die bringen hier alle Ebola rein und so, das geht halt wiederum nicht. Ich weiß nicht. Also im Grundgesetz hast du ja auch das Asylrecht verankert, was ohne Obergrenze durchzuführen ist. Das heißt, die Diskussion, ob man Flüchtlinge nicht reinlässt, also es ist schon vom Grundsatz her verfassungsfeindlich. Dass man es verbietet, ist ja die eine Sache, aber zu sagen, ich mag das nicht, dass die herkommen, das muss halt dein Recht irgendwo sein, finde ich. Ja, aber Meinungsfreiheit ist auch keine Einbahnstraße. Wenn ich dann sage, ich finde es scheiße, dass du so denkst, dann müssen die das auch hinnehmen. Aber natürlich. Du wirst dann auch gleich wieder als, du willst ihre Meinung verbieten hingestellt. Will ich ja nicht. Nö. Ich sage nur, ich sehe es ganz anders und das hat rassistische Züge, schon technisch. Weil du ja die Ausländer nicht reinlassen willst. Ich glaube, ging es um Franzosen, ja, die verfolgt werden würden. Das sind ja weiße Leute, die unserer Kultur sehr nahe sind. Mhm. Die würden uns wahrscheinlich alle reinlassen. Aber da irgendwelche Dunkelhäutigen kommen, mit einer fremden Kultur, dann haben sie alle Angst und denken, dass sie stinken. Weil die dumm sind. Aber ja, es ist halt nun mal ein großer Teil der Bevölkerung dumm, erst recht in Gruppen. Das wollte ich hören. Naja, aber die haben halt ihr Recht dazu. Die leben halt auch glücklicher, theoretisch, wenn sie nicht den ganzen Tag eine Fresse ziehen, weil Hausmeister Krause hat mal gehört, dass der Schwager von einem Freund irgendwie mal von einem Ausländer angepöbelt wurde. Ja, ja. Egal. Das ist schon wieder viel zu lang. Mein Amerika-Segment wird zu kurz. Ich kann es aber auch runterbrechen. Wir können auch vorher noch ein, zwei andere sagen. Jetzt haben wir kurz über China nochmal geredet. Hm. Ich habe diese Woche auch einen lustigen Link gefunden. Firmen, die in China hergestellt werden will. Wenn man die vermeiden möchte, kann ich mal kurz ein paar erwähnen. Hm. Vielleicht hat man da ja Interesse dran, China nicht unbedingt finanziell zu unterstützen, damit sie ihre Konzentrationslager weiter ausbauen können. Es sind nicht so viele, die vielleicht für uns Deutsche relevant sind, aber wir haben ja zum Beispiel Wella, kennt man. Ja. Oral-B kennt man. Braun. Tide. Gut, das gibt es in Deutschland, glaube ich, eher weniger. Pringles zum Beispiel. Pampers. Das wird aber alles in China hergestellt. Walmart natürlich, aber das ist für uns nicht relevant. Was hat man noch? Nestle ist natürlich groß dabei. Selbst deine Handschuhe, ja, die jetzt hier liegen. Wie bitte sind was? Sind die auch vielleicht made in... Sind das deine? Ja. Vielleicht auch made in China oder Taiwan oder sowas. Colgate. Nee, hast du rausgeschnitten. Hab ich auch Danone. Richtiger YouTuber. Snickers haben wir hier. Mars, Twix, M&M, Skittles, Kelloggs. Also ich lese auch wirklich nur die vor, die jetzt für uns Deutsche wahrscheinlich sind. Die werden in China hergestellt. Ja. Aber gibt es ja nicht auch... Wegen solchen Firmen sind wir halt so abhängig von China, weil wir sehr viel weniger Geld da bezahlen für diese Herstellung. Als Pringles. Stimmt. Ja, also Pringles habe ich auch ewig nicht gegessen, weil was kostet das mittlerweile? 2,50 für so eine Rolle? Die sind schon sehr lecker, aber halt sehr, sehr teuer. Sehr, sehr China. Ja, einfach nur kurz erwähnt, könnt ihr auch mal selber nachschauen. Ich habe es jetzt bei gsworld.com, International Corporations in China. Aber die werden doch nicht nur in China hergestellt. Ich will jetzt auch nicht prinzipiell gegen China haten, aber vielleicht hat man ja Interesse dran, dass man sich als Rest der Welt nicht ganz so abhängig von China macht und denen alles durchgehen lässt, nur weil wir unsere billigen Produkte, unsere ganze Industrie davon abhängig machen. Aber ich dachte, es gibt auch noch woanders Werke von Pringles und solchen Geschichten, dass die auch woanders hergestellt werden. Ja, aber hauptsächlich da wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau gerade. Es ist da auf jeden Fall aufgelistet. Könnt ihr gerne mal überprüfen. Wir haben noch zwei, drei Sachen vielleicht. Free Leon, das war noch die Sache, die ich auf YouTube ansprechen wollte. Hast du Free Leon mitbekommen? Leon Mascher? Nein, nicht Leon Mascher, irgendein No-Name-Leon. Tino, das hast du nicht miterlebt. Nee. Also kannst du aber wissen, dass die Lester-Schwester da mindestens eine halbe Stunde drüber reden. Wer ist Leon? Irgend so ein Dude, der gewonnen hat mit
Knossi, einem Streamer, der immer rumschreit, weil lautes Witzig. Der mit der Krone. Genau. Ha, den kenne ich. Mit dem hat er gewonnen, rumzufahren. Hm. Und Montana Black war auch dabei. Leon hatte seine Freundin dabei und Montana Black und die Freundin haben miteinander geflirtet, währenddessen Leon nur daneben saß und nichts gesagt hat und das war ihm ganz unangenehm. Und die ganze Zeit hat der Chat gesagt, ey, der arme Leon, nimm doch mal Rücksicht und so. Ja. Aber die Schlampe und der Montana, der Schlamperich, Alter, haben wir da rumgeschlampert miteinander. Mhm. Und YouTube Deutschland dreht durch. Und ist der Leon jetzt traurig? Die Freundin, muss man noch dazu sagen, die muss man eigentlich nicht. Die Freundin ist 18, der Monte Cristo da ist 31. Und? Ja, auch scheißegal, aber das fällt da halt auch nochmal ins Gewicht. So, der Monte, der muss Vorbild sein und so. Und da sage ich, wir sind die nur bescheuert. Monte Cristo, wie heißt er nochmal? Montana Black, der ist dafür bekannt, dass er die ganze Zeit nur dumm, asozial und scheiße ist, sozusagen. Alter, raucht und säuft. Huch, jetzt macht er etwas, was moralisch nicht ganz sauber ist. Na, das empört mich jetzt aber. So. Gab es da Konsequenzen? Sind jetzt irgendwie am Streit? Es gab einen Mini-Shitstorm gegen ihn. Er hat ein Rechtfertigungsvideo gemacht und die Sache ist gegessen gewesen, mehr oder weniger. Ich war nur Hashtag, nett. Hashtag Free Leon. Ich habe nicht geflirtet, ich war nur nett. Er hat halt dann auch so einen Satz gesagt wie, ich bin sehr locker, was Sexismus angeht. So, ja? Aber wenn man einen Satz sagt wie, ja, wenn der Leon seine Freundin nicht im Griff hat, das ist halt schon so irgendwie letztes Jahrtausend. Das ist Sexismus, tatsächlich. Ja. Naja. Aber auch spannend. War ganz interessant, aber komm. Was gibt's dazu noch zu sagen? Eigentlich nichts. Also es ist auch wieder vorbei. Ich glaube, in dem Fall konnten sich einfach viele da. Weißt du, wenn zum Beispiel Montana Black einen Shitstorm hat, weil er irgendeine alte, jetzt kommt noch Sexist durch, eine Frau. Eine alte Frau? Nein, irgendeine so Sportlerin in einem Gym, wie heißt das? Sportcenter, Fitnesscenter, wenn er die filmt in seinem Livestream drauf hat und dann gibt es da einen Shitstorm, weil sie nicht gefilmt werden will, bla bla bla, dann sagen die Fans alle, ach, der Monte, ne? Geiler Typ, ist mir scheißegal, weil die halt keinen Bezug zu haben. Hm. Aber wenn da so ein Leon sitzt, so ein Typ, der halt da irgendwie in einer unangenehmen Situation sind, da können die sich vielleicht eher mit ihnen identifizieren und da sagen sie dann auf einmal, oh, der Monte, das geht aber jetzt nicht. Und darüber reden die Lästerschwestern eine halbe Stunde in ihrem Mindestens. Podcast. Oh. Also wir nehmen jetzt auf, bevor sie veröffentlicht. Ich will jetzt auch nicht zu sehr gegen die bashen, ja. Du hörst sie auch gerne. Es ist einer der wenigen Podcasts, die ich generell ab und zu mal höre. Ich glaube, sonst höre ich nur Brennpunkt, Hörerwunsch und Internet. Ich auch. Und Fest und Flausche, ich höre ich ganz gerne. Nee, auch das nicht. Ich höre ganz, ganz selten mal in den Podcast von der TNGAD rein, aber eigentlich auch nur, wenn ich nach Berlin fahre und nichts zu tun habe im Flixbus. Hm. Ja, auf jeden Fall, Lästerschwestern, ihr macht das schon gut. Aber hin und wieder mal ein bisschen über ernstere Sachen reden, ist halt gut. Wie wir zum Beispiel, die wir 6 Monate, bevor alle anderen das gemacht haben, über Hongkong geredet haben. Ja? Die bestens informiert sind über das Impeachment, über das ich jetzt nochmal rede. Impeachment, ganz wichtiges Thema. Ja? Oder über Chile reden, über den Iran reden. Ja? Über die ganzen anderen Länder, wo gerade die Kacke am Dampf ist. Über Tic-Tac-Toe und ihr großes Comeback reden genau. Wir auch. Wir haben wirklich die relevanten Themen bei uns am Start. Aber noch ein Thema, was auch die Woche wirklich zerschlagen hat. Ja. Was für mich der virale Hitler ist. Okay. Und zwar. Der virale Hitler. Blablabum. Hi. Keine Ahnung. du kennst doch das Zentrum für politische Schönheit. Ja. Die hatten doch neben Höckes Wohnhaus so ein Denkmal errichtet für den Holocaust und so. Ja. Und die haben jetzt eine neue Aktion geplant. Die waren bisher bei vielen beliebt. Aber jetzt haben sie vor dem Bundestag, also vor dem Reichstag, ein Denkmal errichtet mit der Asche von Auschwitz drin. Also die ganze Asche. Nicht alles, aber so ein... Haben die Auschwitz niedergebrannt und jetzt die Asche. Quasi. Okay. Haben sie so einen Haufen mitgenommen, den da reingemacht in so einen Glaskasten und wollten halt an die Shoah erinnern, also an den Holocaust. Und jetzt gab es halt ganz viel, einen riesigen Shitstorm. Ihr habt die Totenruhe von den Juden gestört und das ist ja pietätlos. Das ging nicht von allen Seiten auf den Deckel so richtig. Okay. Und ich habe mich erstmal rausgehalten, habe nichts dazu gesagt, nichts kommentiert. Und dann kam aber raus, dass das gar keine echte Asche ist, also nicht von den Juden. Das ist einfach nur Erde aus der Umgebung von Auschwitz, die aber negativ getestet ist. Also es ist keine echte Asche drin. Okay. Die wollten halt nur ein Zeichen setzen. Es gab mal eine Zeit, wo Menschen eingeäschert wurden, einfach weil sie Juden waren, weil sie getötet worden sind und nichts wert waren. Daran wollten sie erinnern. Aber der Zentralrat der Juden und alle möglichen haben halt sich beschwert, dass sie die Totenruhe gestört haben und dass es halt übers Ziel hinausschießt. Hm. Das war ein riesiges Thema. Naja. Ist spannend, ne? Ja, also sie sind halt theoretisch fein raus, weil sie haben es nicht wirklich gemacht.
Also sie wollten es wahrscheinlich nicht dazu sagen, weil sie genau das wollten, oder? Dass sich alle es gab, es gab eben auch eine Crowdfunding-Kampagne, was so ein bisschen so Beigeschmack ist, dass man halt auch Asche kaufen konnte. Aber stand halt drin in der Kampagne, keine echte Asche, also negativ getestet. Aber ist schon guter Marketing-Gag. Ja, kaufe Auschwitz-Asche. Ja, und dann hieß es auch, sie würden sich bereichern irgendwie an Auschwitz und so an den Toten. Letztendlich, eben, es ist keine echte Asche von den Toten. Und zweitens ist es ja ein selbstfinanziertes Kunstprojekt. Und man kann Kommerz und Kunst nicht immer trennen. Und die können ja auch nicht sich Geld aus den Rippen leiern. Aber also wenn ich das jetzt mal mit dem Rammstein-Video vergleiche, finde ich das auf jeden Fall schon schlimmer als das Rammstein-Video. Ja. Beziehungsweise den Teaser für das Rammstein-Video. Da fand ich es richtig dumm, sich darüber aufzuregen. Aber muss es denn hier sage ich zumindest, es ist gerechtfertigt, aber es ist jetzt letztendlich sein. Ja nicht wirklich was passiert. Ja. Also dieses Geld, was sie eingenommen haben, war, um dieses Ding zu machen oder was? Ihr ganzes Aktion. Projekt zu finanzieren, weil sie auch dieses Haus gemietet haben, neben Höcke zum Beispiel. Ja, keine Ahnung. Also kommen wir zu leichteren Themen. Ja, also ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht. Ich habe es selber auch jetzt nicht gelesen, deswegen vielleicht. Es ist auch schwer einzuordnen, weil ich habe auch in meiner Timeline-Bubble Seiten gesehen, die ich gut finde, die dagegen waren, auch die das gut fanden. Und ich weiß nicht jetzt, wem ich mich da eher orientieren kann. Ich bin jetzt auch nicht so ein Verfechter des ganzen Themas und so tief drin. Ich bin so kein Verfechter des Themas Auschwitz. Nee, also, es ist das Kunstprojekt. Ach so. Ja, also Auschwitz stehe ich jetzt nicht so neutral gegenüber, aber dem Kunstprojekt muss ich sagen, dass ich verstehe den Ansatz vom Zentrum für politische Schönheit, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm und aber auch nicht so aber gut. Aber haben Sie jetzt tatsächliche Konsequenzen oder sind Sie ungeschoren davon gekommen? Oh, ich glaube, da kann man keine Konsequenzen fürchten, außer halt die gesellschaftlichen, sozialen, dass sie jetzt... Eine Ächtung, dass sie nicht mehr gemocht werden von den Juden und von den anderen Menschen. Okay. Steht dann im Wikipedia-Artikel. Werden jetzt nicht mehr von den Juden gemocht. Naja. ZPS. Gut, Boris Johnson hat gesagt, er hat noch nie gelogen, während diese Aussage alleine schon eine Lüge ist, weil er schon oft gelogen hat. Es war noch eine große Meldung diese Woche. Ja, wie auch der neue AfD-Vorsitzende Tino Chapulla. Tino was? Also ich quasi. Mhm. Ich bin jetzt AfD-Vorsitzender geworden. Habe das schon mal angesprochen im letzten Podcast? Nee, ich weiß du hast es gar nicht. Mir so gesagt. Ja, das kann sein. Er wurde nämlich in seinem ersten Interview gefragt. Das haben ziemlich viele auf Twitter geteilt. Genau, nach dem Wort Umvolkung, wie er denn dazu steht. Da meinte er hätte dieses Wort nie benutzt. Dann meinte der Moderator, doch, wir haben ein Video davon. Dann meinte dann der Tino auf einmal, ja, kann sein, aber es ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht rechtsextrem. Sehr gute Überleitung. Also sofort gelogen. Denn Trump... Ich weiß, wir kommen nicht drum rum. Trump hat ebenfalls gesagt, er kennt Prince Andrew nicht, während es Videos und Fotos gibt, wo die beiden sich bestens verstehen. Ja. Jetzt ohne Scheiß, er behauptet, er kennt ihn gar nicht. Ja. Oh Gott. Also er hat ihn 2019 erst getroffen, eine private Führung durch den Buckingham Palace bekommen. Und 1999 waren sie gemeinsam, also es gibt ein Foto, wo auch Epstein mit drauf ist. Also die drei Leute... Kennt ihr nicht, wer ist das? Nie gehört. Trump ist mega klug. Ich glaube, er versucht jetzt zu spekulieren, dass ihm Demenz vermutet wird. Dass er aus allem Fein raus ist. Ja. Schuldunfähig. Naja. Aber gut, Leute, wir kommen jetzt zum Amerika-Segment. God bless America. Auf jeden Fall. Also ich habe mich diese Woche wirklich ausführlich damit auseinandergesetzt. Der Aufhänger dafür war, dass ein neues Impeachment-Hearing war. Diesmal wurden Leute gefragt, die Rechtsexperten sind, Verfassungsexperten, Historiker, also vier verschiedene Leute, drei pro Impeachment, einer contra Impeachment. Und selbst der hat gesagt, das Telefonat von Trump war alles andere als perfekt. Aber er findet, dass dieses Impeachment zu schnell geht, was direkt widerlegt wurde mit der Aussage, dass an diesem Tag, als er das gesagt hat, was der 73. Tag dieses ganzen Verfahrens und Richard Nixon wurde am 71. Tag des Verfahrens. Also es ist nicht das schnellste Impeachment aller Zeiten. Und es gab ja auch bisher erst, es ist das vierte jetzt. Und im Zuge dessen habe ich mich mit dieser ganzen Sache mal auseinandergesetzt. So. Also, es sieht nicht gut aus, habe ich dir gestern auch schon gesagt, wenn man dafür ist, dass Trump zumindest aus dem Amt genommen wird. Also dieses Impeachment wird wahrscheinlich so durchgehen. Das wurde jetzt auch gestern, also sprich am Donnerstag,
offiziell angekündigt, also das bisher waren halt nur Beweissammlungen sozusagen, die Hearings, die Anhörungen. Jetzt wird es wirklich eingeleitet, dass es vor dem Senat, der dann als Gericht fungiert, tatsächlich als Gerichtsfall gehandhabt wird. So. Also das wird auf jeden Fall in seiner Akte stehen, der impeachte Präsident Trump, das ist eigentlich ziemlich sicher so. Aber ob er dann vom Senat verurteilt wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich sage euch auch, warum. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Erstmal, wie die Wahlen überhaupt vonstatten gehen. Es ist nämlich super spannend, auch wenn es vielleicht ein paar Leute nicht interessiert, aber dieses Amerika-Ding, man muss es halt sagen, was Amerika so angeht, das bestimmt halt einfach so ein bisschen den Flow auf der Welt. Die sind einfach so schon ein bisschen Tonangeber, muss man halt sagen. Merkel hat jetzt so ein bisschen die EU geführt in den letzten Jahren, so hat er auch so ein bisschen den Ton angegeben. Aber Amerika ist schon sehr relevant. Also, was sich da deutlich abgezeichnet hat, also diese ganzen Wahlen, das sind so dämlich. Es gibt ja dieses, also du votest für einen Kandidaten, aber in deinem Land, in deinem Bundesland, ja, in deinem Staat, quasi. Genau. Du votest jetzt zum Beispiel, Kalifornien votet für Hillary Clinton. Die haben dann, Kalifornien hat 53 Wahlmänner, also gehen 53 Stimmen an Hillary Clinton. Jeder Staat hat je nach Einwohnerzahl eine verschiedene Anzahl an diesen Wahlmännern oder Frauen. So, das Ganze nennt sich Electoral College, glaube ich. Dieses Ding, dass halt die Leute, die auf dem Land leben, ein bisschen mehr Gewichtung kriegen soll, das meiner Meinung nach bewirken. Ob das jetzt so gut ist oder nicht. Hillary Clinton hatte ja tatsächlich mehr Wahlergebnis, also sie hatte irgendwie 2 Millionen mehr Wähler, aber hat verloren, weil Trump halt mehr von diesen Vertretern von dem Dings quasi bekommen hat. So, 53 bei Kalifornien jetzt als Beispiel. Da stellt sich raus, demokratisch wird gewählt in Städten, in Großstädten, in sehr dicht gesiedelten Städten, also alles, was Kalifornien ist, bei New York und so, bei Detroit, also Chicago, all diese Gebiete, wo halt viel los ist, da wird demokratisch gewählt, wo man sagen kann, diese Leute sind vielleicht ein bisschen moderner unterwegs. Ja, okay, also konservativ heißt ja jetzt auch nicht unbedingt modern. Und genau diese ganzen Hinterwäldlerstaaten, so genau in der Mitte, wo halt nichts ist, wo nur Einöde ist, wo so ein Feld ans nächste gelegt ist, da wird dann rot gewählt, sprich konservativ, also die Republikaner. Das fand ich sehr interessant. Also kann man sagen, Berlin, ne, kann man ja auch vergleichen. Berlin zum Beispiel wählt relativ viel Grün zum Beispiel, glaube ich. Ja, ich glaube sehr links-grün. Links, vielleicht sowas, ein bisschen SPD, sowas in die Richtung. Und weiß nicht, die Dörfer jetzt rund um Brandenburg, die wählen dann halt AfD. Es gab auch in Hamburg Wahlkreise, da hatte die Partei mehr als die CDU zum Beispiel. So, könnt ihr euer eigenes Urteil drüber wählen? Okay, vielleicht, wenn ich das Wort Hinterwäldler sage, ist das schon leicht wertend. Aber egal. So, das erstmal dazu. Und man braucht insgesamt 270 von diesen Wahlmänner-Frauen-Stimmen, um zu gewinnen, weil dann hat man schon die Mehrheit. So, und Trump hatte, ich glaube, 280 am Ende. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Dieses Verfahren ist nicht ganz lupenrein, aber es soll ja dafür sorgen, dass eben diese Hinterwäldler ein bisschen mehr Stimmrecht haben. Aber ganz diese Staaten, wo dann nur 4 so sind, Alaska zum Beispiel hat, glaube ich, nur 1 oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Oder 4 maximal. Und die sind dann halt nicht so relevant. Du willst dann halt diese großen Staaten gewinnen. Texas zum Beispiel ist urrepublikanisch. Ja. Und Texas hat auch irgendwie 36. Und da kannst du jetzt sicher sein, kriegst du. Ist egal. So, diese Leute sind dann auch relevant, weil die sitzen alle im Senat wiederum. Der Senat besteht aus Repräsentantenhaus. Kongress. Der Kongress besteht aus Repräsentantenhaus und aus Senat. Das Repräsentantenhaus aktuell ist überwiegend demokratisch. Das wird darüber abstimmen, ob es letztendlich ein Impeachment gibt, ob es positiv bewertet wird sozusagen. Dann geht es an den Senat und es geht um die Frage, wird er aus dem Amt enthoben. Der Senat allerdings ist republikanisch, also überwegend. Wenn wir das mit der Amtsenthebung von Nixon vergleichen, da gab es im Senat 57 Sitze für die Demokraten und 41 Republikaner. Das heißt, von den 57 mussten für eine Zweidrittelmehrheit, die nötig ist, um den Präsidenten aus dem Amt zu kicken, brauchst du 67. Da mussten nur 10 Republikaner auch für Ja stimmen, um das zu schaffen. Jetzt allerdings haben wir im Senat 53 Republikaner und nur 45 Demokraten und 2 Unabhängige. Um da auf 67 zu kommen, müssten von den 45 Demokraten, die sowieso dafür sind, ihn rauszukicken, müssten noch 20, wenn man die Unabhängigen dazu zählt,
nochmal 20 Republikaner auch sagen, wir sind dafür. Trump hat zwar auch in seinen eigenen Reihen auch Feinde, aber die sind, sind sehr wenige. Ja. Sein Agreement hier, die Bestätigung, also dass sie für ihn sind. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie das Wort dafür heißt. Sein Approval. Ja, wie heißt das Approval in Deutsch? Scheißegal. Vertrauen, sein Approval ist nie unter 79% gefallen im Bereich der Republikaner. Mhm. So. Und wenn man diese 79% angleicht auf die 53 Republikaner, reicht das schon nicht, um zu sagen, okay, die sind jetzt dafür, ihn aus dem Amt zu werfen. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also sie können versuchen, an das Gewissen der Republikaner so ein bisschen zu appellieren und sagen, guck mal, wenn ihr jetzt Trump rauswerft, diesen unseriösen Affen, der da im Amt sitzt, dann habt ihr vielleicht die Chance, dann auch von den seriösen Wählern noch gewählt zu werden und ernst genommen zu werden. Wird nicht passieren. Sie finden halt gut, was er macht, auch wenn sie nicht mal seine Meinung sind. Er hat sich halt wirklich... das ist ja das Problem, warum er so ist ja ein Haselnuss, geil, ich mag Haselnuss. Ja. esse ich gleich. Das Problem ist ja, dass er so diese Schleuse so aufgestoßen hat, einfach alles machen zu können, diese Narrenfreiheit zu haben. Und das ist natürlich super gut, wenn man an der Macht ist. So, dann kann man sich alles erlauben. Die Frage ist auch, was nach ihm passieren wird, wenn er nicht wiedergewählt wird, ob der Präsident auch diese Narrenfreiheit hat oder ob dann ein Demokrat wollte ich gerade sagen, wenn jetzt irgendwie Bernie Sanders oder was weiß ich an die Macht kommt, dann werden die Republikaner aber wieder ganz genau hingucken. Dann können die Demokraten aber sagen, hier, der Trump, ne, hier, wir haben jetzt auch mal hier ein bisschen hier Narrenfreiheit. Wird auch nicht passieren, aber könnten sie tun, wenn es gerecht wäre. Wir haben leider schon nur noch 4 Minuten Zeit. Ich habe noch ganz viele Sachen. Ich muss jetzt nochmal runterbrechen. Wo wir noch bei Trump sind, der hat ja auch noch bei das NATO-Treffen, gab es ja auch noch in London, war jetzt diese Woche. Da war er da. Da hat er Macron gefragt im 1-zu-1-Dialog vor den Leuten, würdest du gerne ein paar ISIS-Kämpfer haben? Hä? Would you like some ISIS-Fighters? Oh yeah. Stell dir das mal vor, Merkel macht das. Egal. Macron wiederum hat dann dieses typische Kinderding angewendet, wenn man sagt, oh nee, mach das jetzt mal nicht. Indem Trump nämlich erst gesagt hat, NATO findet er nicht so gut. Dann hat Macron gesagt, ja, NATO finde ich eigentlich nicht so gut. Dann hat Trump auf einmal gesagt, ja, NATO ist aber schon sehr wichtig. NATO ist sehr gut. Dann wiederum ist ein Video viral gegangen, wie Macron, Trudeau, Boris Johnson auch witzigerweise, ich glaube noch irgendjemand, haben über Trump ein bisschen gelästert, beziehungsweise sich lustig gemacht darüber, dass seine Mitarbeiter sich so schockiert gezeigt haben über das, was Trump sagt. Ja. Gibt es ein Video zu. Wurde halt mehr oder weniger heimlich mitgefilmt. Also während da alle stehen so. Es wurde halt mehr oder weniger zufällig aufgezeichnet. Dann sagt Trump, ey, Trudeau, du bist Two-Faced, das ist gemein und ist vorzeitig abgereist, wie so eine kleine Snowflake, das war auch sehr witzig. Süß. Und nachhinein kam noch raus, wie er sich selbst für seinen Kommentar, Trudeau Two-Faced zu nennen, lobt. Es gibt halt so einen Mitschnitt, Audio, das war ziemlich lustig, als ich gesagt habe, Trudeau ist Two-Faced. So, und das Prince Andrew-Ding hatten wir schon. Das erstmal zu Trump soll auch erstmal reichen. Vielleicht machen wir jetzt die Woche und dann habe ich noch zwei so allgemeinere Sachen. Eins davon hatte ich dir auch geschickt, da geht es um Vergewaltigung. Lass das schnell hin, das ist lustig. Ja, lustig. Aber erst müssen wir sagen, wie wir die Woche finden. Schwach. Die Woche war sehr schwach, finde ich. Okay, die Attentate jetzt am Anfang, aber das war die jetzt... Die waren halt theoretisch letzte Woche. Ja, würde ich nicht mit reinrechnen. Also, ich esse gerade Haselnuss, das wertet meine Woche ein bisschen auf. Ja. Aber ich würde so 5,5 vielleicht sagen. Mir schwebt gerade die 5 vor, aber ich gehe auf 5,5 mit, aber auf keinen Fall höher. Ja. Das ist so meine Grenze gerade, meine moralische Grenze. Okay. Also Kalenderwoche, wie hieß denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt mit der Vergewaltigung noch erzähle, kommst du wieder in den Sinn und dann sagst du ja 5,5 mindestens. Ja. In Spanien gibt es nämlich die Version von Big Brother. Ja, da gab es eine Vergewaltigung. Genau. Ah. Nicht nur das. Es gab nicht nur eine Vergewaltigung, sondern die Person, die in diesem Big Brother Haus vergewaltigt wurde, wurde hinterher genötigt, sich dieses Video anzuschauen, weil es gefilmt wurde und keiner interveniert hat. Ja, die filmen ja alles dort, ja. Internationaler Shitstorm, alle Sponsoren sind abgesprungen. Und man muss dazu sagen, das wurde nicht veröffentlicht. Hm. Ich glaube, wie sie vergewaltigt wurde nicht veröffentlicht, aber auch nicht, wie sie genötigt wurde, sich das anzuschauen. Hm. Aber das ist halt auch so, das ist auch so ein bisschen Late-Stage-Capitalism. Wenn man sagt, okay, für die Quote ist es richtig gut, wenn wir ihr jetzt noch zeigen, wie sie irgendwie, ich glaube, sie war unter Alkoholeinfluss, hat wohl auch Nein gesagt oder so, hat es nicht ganz mitgekriegt. Ich weiß es nicht genau, hab's nicht gesehen, sorry. Hab mir die Vergewaltigung ausnahmsweise mal nicht angeschaut. Ja, dumm. Das nächste Mal mache ich's. Die sagen sich, ja, das bringt gute Einschaltquoten, wenn wir jetzt die nochmal da richtig hinsetzen und ihr die Scheiße davor spielen. Sponsoren sind abgesprungen, alles super toll. Dann habe ich noch mitgekriegt,
faktisch aufgelistet, Bernie Sanders, von dem hatten wir es nämlich gerade, wie die Medien über ihn am allerwenigsten berichten. Also es ist eine große Diskrepanz gibt zwischen so, wie er in den Umfragen ist beim amerikanischen Volk und so, wie er repräsentiert wird in den Medien, beziehungsweise über ihn berichtet wird. Den Bloomberg habe ich ja letzte Woche erwähnt, diesen 10th reichsten Mann der Welt. Mhm. Der ist halt in den Umfragen super schlecht, aber es wird 650% mal mehr über ihn berichtet, als er in den Umfragen quasi relevant ist. Mhm. Bei Bernie Sanders ist es -50%. Mhm. So. Andrew Yang zum Beispiel, den ich ja auch ganz gut finde, der hat auch -10%, das ist der zweitschlechteste, also in diesem Verhältnis. Mhm. Weil die halt beide am meisten gegen das Establishment sind. Wenn die Medien vielleicht ein bisschen von Leuten gesteuert sind, und in Amerika ist es auf jeden Fall mehr als in Deutschland, wir haben keine Zeit mehr, Leute, ihr wisst, was ich meine. Und da wollte ich nochmal drauf eingehen. Und das ist eigentlich die News der Woche gewesen. Es gab nochmal so einen riesen Datenleak, dass Geld versteckt wird. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute, aber... Es wird Geld versteckt? Euch, ja, es wird Geld... Also es war ein Riesending in der Times von London, dass von den Superreichen Geld versteckt wird. Wir haben keine Zeit mehr zu erklären. Guckt es euch an. Tschüss. Bis bald. Link ist in der Beschreibung. Ich schick euch den Link in die Beschreibung bei YouTube. Da könnt ihr es euch mal nachlesen. Oder das ist eigentlich ein Riesending. Ist wieder so ein... Hier, Panama Papers Ding. Oder kauft uns für 20 Euro und dann reden wir über jedes Thema, was ihr wollt. Ja. Ausführlich. Tschüss.